Wir haben letzte Woche in Aalen gespielt, die natürlich eine ganz andere Qualität haben. Und da spielen wir auch schon ein bisschen anders, lassen den Gegner ein bisschen kommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Jungs, dort auf dein erstes Thema, was du angesprochen hast, gutes Passspiel, was wir alles machen. Erstmal alle, die jetzt hier sind, und das sage ich nicht nur, weil wir jetzt hier drauf sind vom SV Waldhof, die spielen schon noch für den Waldhof. Ja? Also da sind Jungs dabei, die sind schon seit dem Jahr 2000, die haben hier angefangen, Fußball zu spielen. Und das ist also unser Ziel, unsere Intention, dass die Jungs auch gerne für diesen Verein spielen. Ja? Wir sehen natürlich auch die Perspektive in Richtung erste Mannschaft. Ja, der Sprung aus der A- und Oberliga in eine Regionalligamannschaft ist nicht ganz so hoch, als vielleicht jetzt in eine Dritt- oder Zweitligamannschaft. Spielen alle wahnsinnig gerne, genauso wie Dennis Franzin immer gerne hier gespielt hat. Und das macht auch schon riesen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, absolut. Wenn die Jungs jetzt mitkriegen oder auch der Trainer mitkriegt, dass das Interesse jetzt auch natürlich über die Fans kommt, dass der Livestream da ist, live berichtet, spornt das merklich an. Wissen das die Jungs? Sagt man denen das vorher? Pass auf, es schauen heute ein paar Leute zu. Legt nochmal eine Schippe drauf und ist das eine zusätzliche Motivation? Wir kommen gerne, wir kommen definitiv. Wir kommen noch zweimal. Ja, okay. Zu den nächsten Heimspielen. Ja, also erstmal, Sie haben jetzt nicht gesagt, dass ihr da seid, sondern vielleicht ja ein anderer ist dann vielleicht auch ein bisschen verkrampft, wenn er live drauf ist. Grundsätzlich ist natürlich unser Verein wie Waldhof einfach super, ja, dass immer auch die Fans hinter so einer Geschichte dann auch stehen. Ja. Und ich denke mal, wenn es bei uns jetzt in die ganz heiße Phase geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann auch sagt, okay, komm, wir müssen die 19 auch unterstützen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit für uns. Ja. Also da freuen wir uns riesig drüber. Aber ich denke, das macht den Waldhof einfach aus. Ja, dass man da zusammensteht und die erste Mannschaft anfeuert, die U19 anfeuert, vielleicht auch die B-Jugend mal unterstützt, weil die im Abschiedskampf stehen. Ja, kommen wir auch. Genau, das macht einfach wahnsinnig Spaß, macht als Trainer wahnsinnig Spaß. Ja. Unter den Bedingungen zu arbeiten, den Jungs auch. Absolut. Ja. Kann man, wenn man aufsteigt, ist es ja wieder eine ganz neue Situation. Der Sprung ist ja, sage ich mal, also ich finde den Sprung enorm. Dann aus einer Oberliga NBW eins höher zu gehen, da kommen natürlich ganz andere Kaliber auch an Mannschaften auf einen zu. Kann man da trotzdem als Trainer sagen, ich baue trotzdem auf meine Jungs, mit denen ich das geschafft habe, will die Eigentalente haben oder muss man dann als Verein auch sagen, jetzt müssten wir vielleicht extern welche holen und dann wieder diese Jugendförderung vielleicht wieder ein bisschen hinten dran stellen. Ist das ein Problem, das vielleicht auf den Waldhof zukommt? Ja, also zum einen ist es, wie du richtig sagst, ein Riesensprung zugunsten. Also ich sage jetzt mal sarkastisch und übertrieben gesagt, falls wir aufsteigen sollten, steht in Anführungsstrichen der erste Absteiger schon fest mit dem Waldhof. Weil das ganz einfach, die Kluft zu den Bundesliga-Vereinen ist wahnsinnig groß. Einmal von der Qualität her. Die haben auch finanziell ganz andere Möglichkeiten. Die können natürlich Spielern auch mal Verträge geben, auch von auswärts holen. Sollte uns das gelingen, also ich selber übernehme im nächsten Jahr die U23, dann kriegen wir einen neuen Trainer mit unserem U16-Trainer, mit dem Serkan Seçerli, ein sehr guter junger Trainer. Dann wird der Weg sicherlich über die Jungs gehen, die wir haben. Ja, also die Jungs, die jetzt drin bleiben, die noch ein Jahr A-Jugend spielen können, die Jungs, die aus der B-Jugend hochkommen, die besten. Und der eine oder andere wird natürlich dann noch extern dazukommen. Aber klar ist auch, wenn wir aufsteigen sollten, wir werden es mit aller Macht versuchen. Weil es natürlich auch für den Waldhof eine Riesengeschichte ist. Wir haben es ja schon erlebt. Ja. Ja, ihr habt es erlebt, wir haben es erlebt. Ich war ja damals Co-Trainer beim Stefan Groß in der Saison. Es macht auf der einen Seite wahnsinnig Spaß. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, die für so einen Verein wie den Waldhof in der momentanen Situation wahnsinnig schwer zu meistern ist. Aber wir werden alles tun. Wir werden alles tun. Wir wissen dann auch, dass das nächstes Jahr in der Bundesliga wahnsinnig schwer wird, wie du richtig sagst. Aber erstmal mal gucken, dass wir da hinkommen. Und da haben wir noch 5 ganz schwere Spiele vor uns. Ja. Dann wünschen wir abschließend wirklich viel, viel Erfolg. Also das Spiel hat uns echt überzeugt. Nochmal gestärkt in dem Glauben, dass wir den Aufstieg packen können. Auch wenn das jetzt der Letzte war, der hier zu Gast war. Es war ein sensationelles Spiel. Die Einstellung ist fantastisch. Sowohl von Trainer, Spielern und ich denke, der Verein steht da auch sehr dahinter. Wäre natürlich toll. Und wenn es nur eine Saison ist, den Waldhof bundesweit auch wieder als Regionalliga, eine der großen... Regionalliga ist erste Liga in der A-Jugend, nur Süden. Ja, aber ja, bundesweit ist das ja dann. Ja, wir werden ja Meister von daher. Genau. Man kann ja Meister werden, aber auf jeden Fall mal zu präsentieren wieder, dass der Waldhof noch lange nicht tot ist und man noch lange mit dem Waldhof rechnen kann. Ja, das wünschen wir uns natürlich. Ja, da werden wir auch alles für tun, aber ich denke, wichtig ist, was ich immer sage oder wo wir hinkommen müssen, an oberster Stelle muss immer die erste Mannschaft stehen. Dann sagen wir mal, Erfolg überregional und alles, was an Sponsoren drängt etc., hängt an der ersten Mannschaft. Wir müssen alles tun, dass die erste Mannschaft irgendwann vielleicht mal wieder zumindest in die dritte Liga kommt. Also das muss über allem stehen, auch über den Erfolg jetzt einer A-Jugend. Ja. Wir versuchen natürlich die Jungs dann auch so hinzubringen, dass die eventuell auch Regionalliga spielen können. Es muss auch über einen Meistertitel stehen, über einen Bundesliga-Aufstieg. Ganz oben muss die erste Mannschaft stehen. Und da glaube ich,
Aber momentan mit dem Kenan Kocak, denke ich, auch einen sehr, sehr guten Mann da an vorderster Front. Wo wir als Jugendabteilung auch dahinter stehen können. Ja, wo der Verein auch dahinter stehen kann. Ich glaube, der schlägt einen sehr guten Weg ein. Ja. Wir wollen Ihnen dabei helfen mit dem Beitrag. Wunderbar, das machst du auf jeden Fall. Danke euch. Vielen, vielen Dank.